Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem weiteren Free Spirit Talk mit einer lieben Weggefährtin, die ich schon lange kenne. Sie war schon öfter bei uns im Studio. Es ist die wunderbare Sabrina Fox. Hallo. Danke. Schön, dass du Weggefährtin sagst, weil das habe ich auch so, weil wir kennen uns jetzt, ich weiß gar nicht, 30 Jahre? Das kann gut sein, ja. Irgend sowas, genau. Ja. Wunderbar. Ich freue mich sehr, mit dir ganz frei im Talk zu sein und ich wünsche euch viel Freude dabei. Spirit Talk. Hallo Sabrina. Wunderbar. Zeit wird, dass wir auf Augenhöhe, haben ja eh immer schon gemacht, unsere Gespräche. Ja. War immer eher ein Miteinander. Und das, ich glaube, das ist auch viel berührender und viel menschlicher und viel normaler als irgendwie ich stelle Fragen und es werden Antworten gegeben. Und insofern freue ich mich jetzt total mit dir im freien Flow zu sein und finde so, das Thema Spiritualität ist ja ein weites Feld. Ich meine, du kennst dich ja wirklich aus. Ich bin ja immer so ein, ich bin so am Rande, glaube ich. Ich bin so im Außenbereich. Aber du bist ja schon seit Jahren, ich glaube, es gibt niemanden, den du nicht kennst, ehrlich gesagt, oder? Weil ich meine, gibt schon viele, die dich kennen, um es mal so zu sagen. Und ich lerne immer wieder neue, interessante Persönlichkeiten kennen. Das ist ja das Schöne. Und jeder ist wieder ein eigenes Licht. Das hört ja nie auf. Und dadurch bin ich immer neu begeistert und interessiert an diesen Themen. Ja. Was ist dir denn aufgefallen, sagen wir mal, jetzt in den letzten 30 Jahren in der Entwicklung der Spiritualität, sagen wir mal? Zunächst mal würde ich sagen, es gab immer so Wellen an Themen. Ne? Es gab mal diese Wunsch-Erfüllungs-Manifestations-Thematik, Bestellung beim Universum und so. Und dann, vorher gab es ja den, wie hieß es, wo jeder so das Buch hatte, das war so der, die Prophezeiungen von Celestine. Ja, genau. Das war so ein Big. Voll schön, ja, wo auch viel Wahrheit darin war. Dieses, wir sind miteinander energetisch verbunden und trotzdem war mir manches wieder zu schräg, einseitig. Aber gut, ja, überall steckt da auch eine Wahrheit drin. Dann die Satsang- und Erleuchtungswelle. Ja, es gibt ja heute noch nur noch wenige Satsang-Lehrer, die schon auch diese Wahrheit vermitteln. Im Grunde bist du Bewusstsein und Friede und Liebe. Aber du bist halt auch alles andere, ja. Und es wird manchmal, glaube ich, ein bisschen unterschätzt oder es wird, man sitzt im Satsang und denkt, ja, natürlich. Und dann gehe ich nach Hause und merke, naja, da sind ja auch noch andere Themen. Also es hat alles so gewisse Wahrheiten, die dann kommen und gehen. Und im Moment ist das Thema Medialität, finde ich, ein großes Thema. Und was ich auch sehr mag, dieses mehr Miteinander, dieser Wunsch nach Gemeinschaft, diese schon praktizierte Gemeinschaftsleben, manchen gelingt es mehr, manchen weniger, aber da merke ich, da ist gerade viel Bewegung und viel Wunsch dahinter. Wie empfindest du sowas? Was würdest du sagen? Wie hat sich das Also es hat verändert? Sich so ein bisschen rausgelöst aus der, die sind alle verrückt, die meditieren Ecke. So war es ja damals, also wie ich anfing, das war ja, du meditierst, du bist wohl, ich habe früher in Amerika gelebt lange, du bist wohl zu lange unter der kalifornischen Sonne gesessen. Also das war so ein Riesenthema. Mhm. Also da war alles, was mit Meditation zu tun hat, das war irgendwie sektenähnlich. Also da ist man, Spiritualität war sehr eng verbunden mit, du bist in der Sekte gelandet, fand ich damals, oder? Absolut, ja. Es war schon so ein bisschen so spinnt, weil halt gerade in Deutschland so sehr alles auf der Kirche eingebaut war. Und wenn du da nicht drin warst, dann wurde es schwierig. Und ich fand das damals, ich bin ja 88 nach Amerika gegangen. Und da konnte man sich spirituell sehr viel einfacher entfalten, weil es sehr viel mehr Akzeptanz gab von verschiedenen Wegen. Mhm. Und das gab es in Deutschland nicht. Da gab es die Kirche und den Buddhismus. Mhm. Und der Buddhismus, da musstest du schon dann der Dalai Lama sein. Und alles andere lief unter Verrückte, würde ich jetzt mal sagen. Und das, finde ich, hat sich verändert, aber noch nicht so, wo ich es gerne sehen würde und wo ich glaube, wo es hingeht. Ich glaube, dass wir mehr und mehr begreifen, dass Spiritualität ein eigenständiger, einzelner Weg ist von jedem Einzelnen von uns. Ja. Und eben alles, was ich folge der Gruppe oder ich folge dieser Religion, finde ich, ist immer ein bisschen einschränkend.
Aber das ist nur meine. Ja, nein, finde ich sehr, sehr stimmig. Stichwort Buddhismus, der spielt heutzutage fast gar keine Rolle mehr, was ich auch schon wieder schade finde, weil da ist ja sehr viel Weisheitswissen drinnen verborgen. Ja, ich finde im Normalen, also auch wenn ich mir spirituelle Events oder Kongresse oder Messen anschaue, dann gibt es vielleicht mal einen kleinen buddhistischen Stand, aber gar nicht mehr viel im Vergleich von vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, und das, was du sagst, finde ich total auch dieses immer wieder daran erinnern, dass der Bewusstseinsweg, den können wir nur alleine gehen. Ja, absolut. Wir kriegen Begleitung, wir können uns austauschen, Gemeinschaften können uns eine Aufgehobenheit da schenken, aber den Weg kann uns ja niemand abnehmen. Ja. Nee. Ja. Und das ist, glaube ich, das ist da, wo ich, mir fällt es halt immer noch auf, dass in Mainstream, also ich kriege ab und zu Anfragen von Zeitungen und Zeitschriften über irgendwas zu berichten und da fällt mir immer auf, wenn du nicht der Dalai Lama bist oder der Papst, dann kriegt es immer so ein, naja, also so eine ich weiß gar nicht, ich kann es nicht gescheit beschreiben, aber so eine, vielleicht kannst du mir da helfen. So wird schnell als nicht seriös oder so bezeichnet. Ja, irgendwie. Als müsse man sich da rechtfertigen, dass man trotzdem einfach den Mut hat, über Bewusstseinsthemen zu sprechen, die halt wissenschaftlich nicht erforscht werden können, weil es mit eigener Erforschung des Geistes zu tun hat. Ich habe letztens eine Anfrage gehabt, da ging es um, worüber ich ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr schreibe, über Engel, wo ich sie natürlich weiterhin sehr schätze, aber eben nicht mehr drüber schreibe. Und da habe ich zurückgeschrieben, dann hieß es, die Anfrage war, die Hälfte der Menschen glauben an Engel und deshalb würde sie gerne ein Interview mit mir führen, worauf ich zurückgeschrieben habe, zu welcher Hälfte gehören Sie denn? Ja. Und dann sagte sie, schrieb sie zurück und meinte, sie sei Journalistin und würde das journalistisch aufbereiten. Und darauf schrieb ich zurück und sagte, wissen Sie, mich erinnert es so ein bisschen wie ein Sportreporter. Es ist schon gescheit, wenn ein Sportreporter Ahnung hat von seinem Sport, wenn er Leute interviewt. Also wenn sie meditieren oder eine spirituelle Basis haben, dann haben wir einfach ein besseres Gespräch, als wenn sie wie ein Sportreporter irgendein Fußballspiel besprechen sollen und sich denken, wieso haben die eigentlich keine zwei Bälle? Ja. Wieso steht da so ein Kerl im Tor? Ja. Wieso laufen da 22 Leute rum? Das wird doch viel mehr Spaß machen, wenn das Tor kleiner wäre, man hätte zwei Bälle. Also, und da habe ich gemerkt, das hat sich noch nicht rumgesprochen in der Spiritualität, dass es so ein bisschen ist wie Sport. Mhm. Man braucht Leute, die darüber berichten, die auch Ahnung haben davon. Ja, absolut, ja. Und klar, also das, ich denke auch, es ist zwar sehr viel mehr allgemeingut geworden. Meditation weiß heute jeder, was es ist, auch gar nicht mehr schlimm und Yoga auch, alles anerkannt und so. Aber so der Bewusstseinsweg, geistige Gesetzmäßigkeiten, wie funktionieren Körper, Geist und Seele, wie hängt das alles zusammen, was erweitert der Gedanke der Wiedergeburt, was heißt Erwachen, Erleuchtung. Da ist noch sehr wenig Wissen da, sehr wenig Kenntnis. Und deswegen brauchen wir Wissensvermittler, die aus eigener Erfahrung erzählen. Und auch, du machst ja jetzt eine eigene Talkshow? Ja, eine weitere, also eine, ja, Cosmopoly, der Bewusstseinstalk in Leipzig drehen wir. Du warst Gast in meiner ersten Show, große Ehre. Vielleicht, wenn ihr das Video seht, ist es schon online. Für mich wäre es eine große Ehre, eingeladen zu sein. Aber das war ja auch, das ist ja auch dein Wunsch immer schon gewesen, seitdem ich dich kenne eigentlich, dass du gesagt hast, ich möchte eine Talkshow haben. Und da bist du natürlich auch super geeignet dafür, weil du kennst dich aus. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Mhm. Leute, die sich auskennen. Mhm. Ist es eigentlich für dich manchmal schwierig, also für mich, sagen wir so, für mich wäre es schwierig, wenn ich in deinen Schuhen stecken würde. Weil manchmal sehe ich Sachen auf der spirituellen Landschaft, wo ich sagen würde, das ist aber ein sehr anderer Weg, den ich auch nicht, manchmal auch nicht glaube, muss ich sagen. Wie geht's dir da, wenn du Leute interviewst, wo du das Gefühl hast, hast du manchmal das Gefühl? Also die lade ich ja dann gar nicht ein. Also, aber es gibt natürlich trotzdem so Zwischenvarianten. Also sagen wir so, zunächst mal interessiere ich mich endlos für all die Varianten der Spiritualität. Immer schon.
10.000 Bücher gelesen, 900 Interviews geführt, also und bin nach wie vor interessiert und wach und lerne jeden Tag dazu, will das immer noch besser machen, bin auch selber auf meinem Bewusstseinsweg, wie wir alle, und merke immer, wow, da ist ein tolles Licht und das ist eine interessante Botschaft. Aber es hat unterschiedliche Gründe. Es gibt manchmal Menschen, wo ich das Gefühl habe, okay, das Wissen ist gut, ist aber, ja, könnte ich jetzt auch so sagen, aber dieser Mensch hat trotzdem eine so eine Herzensqualität, wo ich spüre, das ist etwas, was einfach schön ist, zu erleben, da einzutauchen. Andere haben einen gewissen Weg erfunden, gefunden, den sie wunderbar mitteilen können. Und da weiß ich, das ist so ein schöner, klarer Weg. Das ist auch wieder eine große Hilfe für viele Menschen. Für mich ist tatsächlich ja das Spannende, was manchen schwerfällt, liebe ich. Ich kenne ja 200 Wege. 200 verschiedene Sichtweisen auf das Göttliche. Und es gibt Irrwege auch. Wie gesagt, Menschen, die Irrwege vermitteln, die lade ich nicht ein, um es mal sozusagen ohne Namen zu nennen. Trotzdem, die meisten in dieser Szene haben ja eine gute Absicht, wollen helfen, wollen heilen. Und das ist einfach wunderbar. Und diese Talkshow ist für mich deswegen so eine spannende weitere Erfahrung. Zum Beispiel wird es auch einen Talk geben über Erwachen und Erleuchtung. So, da weiß ich, letztlich sind sich alle einig. Aber trotzdem hat jeder seinen Weg. Und jeder, selbst unter Erwachen, Erleuchtung oder unter Medien, neigt der Mensch ja trotzdem dazu zu sagen, also mein Weg ist wow, der allerseligmachende, die anderen Wege sind schon auch okay, aber mein Weg ist so. Und das ist spannend. Trotzdem Menschen da aber zusammen... Aber macht das nicht zu eng, wenn ich glaube, wenn ich wirklich glaube, mein Weg ist der einzig richtige, bin ich dann nicht auf so einem ganz engen, schmalen Pfad? Ja, wenn es bei dieser Enge bleibt, ja. Aber ich lade natürlich Menschen ein, die sowohl vielleicht vom eigenen Weg überzeugt sind, die aber trotzdem so ein offenes Herz haben und die wissen, es gibt viele andere Wege. Lasst uns gemeinsam erforschen und schauen. Und das ist jetzt das Spannende in so einer Talkrunde. Zu zeigen, auch schaut man her, es gibt diese unterschiedlichen Wege, aber es hat alles was für sich. Und wo finden wir Gemeinsamkeiten und wo haben wir vielleicht auch unterschiedliche Meinungen? Ja? Weil ich finde, jetzt leben wir in einer Zeit, wo es wichtig ist, wieder mehr miteinander zu sprechen. Weil wir erleben viel Spaltung in der Gesellschaft sowieso, in der Politik sowieso. Und da so ein Zeichen zu setzen, mal so ein bisschen mehr wieder so ein Miteinander zu finden, ohne dass es ein Verwässer, dass wir sind alle gleich wird. Aber so, lass uns wieder im Dialog treten und schauen. So. Was es da für Antworten gibt. Es ist sehr interessant, weil ich auch manchmal erlebe, dass, weil du gerade gesagt hast, dass die Leute, ich weiß nicht, was war das Wort, das du erwähnt hast, so gegensätzlich sind. Ja, oft so unbewusst, dass du merkst, das liegt in der Natur eines Menschen, der so auf seinem Weg ist und so viel Wunderbares erfahren hat und diesen Weg lehrt, nimmt andere Wege wahr und sagt, das kenne ich nicht, naja, okay, das ist einfach menschlich, dass man das dann auch gar nicht so in der Tiefe vielleicht auch erforschen kann. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob ich deine Frage damit... Ich meinte eher dieses, dass es oft jetzt heißt, die Gesellschaft geht so auseinander. Das ist interessant, weil ich erlebe das gar nicht. Mhm. Und ich glaube, es gibt eine Geschichte, die so Öffentlichkeit dargestellt wird. Weißt du, Leute drücken sich ja auch per E-Mail oder per Kommentare so aus, da gibt es Untersuchungen drüber, die führen quasi ein Selbstgespräch. Mhm. Und tippen das einfach ein, denken da auch nicht mehr groß drüber nach und dann ist das halt irgendwo draußen so, ach, das ist ja so ein Schmarrn oder nee, das ist was für ein Klump oder voilà. Und dann wird das rausgeschickt, weil aber im Dialog mit Menschen findet das gar nicht statt, weil du natürlich da den anderen siehst, auf den anderen eingehst, einfach ein größeres Verständnis hast. Und das finde ich immer sehr spannend, weil in meinem Umfeld erlebe ich nur nette Leute. Mhm. Finde ich total schön, was du sagst und mir geht es im Grunde ähnlich. Ich finde schon bedenklich, wie in der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Politik immer so gegen und für, man muss sich entscheiden. Daniele Ganser, der Friedensforscher, hat mal gesagt, so, wenn du gefragt wirst, bist du für oder gegen Iran, Irak und so, sag, nein, ich bin für den Frieden. Ich weiß auch zu wenig darüber. Ich bin auch nicht, weiß ein bisschen was darüber, aber ich kann mir da keine Meinung erlauben. Ja. Ich sagte, es gibt Konflikte, die gibt es seit Jahrhunderten. Bitte fragt mich nicht, wie man den lösen kann. Ja. Aber es gibt natürlich Wege und die Wege sind einfach eben Zuhören, Verständnis, Akzeptanz, auch irgendwie mal entschuldigen oder zurückblicken und einen Weg finden, um das zu lösen. Aber halt
Absolut. Und das, was du gerade sagtest, das kann ich total unterstreichen, geht mir auch so. Auf der einen Seite liest man oder hört unterschiedliche Meinungen, aber dann begegne ich dem Menschen und spüre einfach nur sein Herz und sein Wesen. Mhm. Man kann sich unterhalten, hey, ich respektiere total deine Weltsicht. Es ist total, wer bin ich, mir anzumaßen, dass meine Weltsicht richtiger ist als deine? Ja? Diese Offenheit, vielleicht lernen wir das jetzt gerade, aufgrund dieser scheinbaren Spaltung noch mehr aufs Herz zu hören. Genau, Spaltung war das Wort, was ich vergessen hatte. Das war genau. Darauf wollte ich eingehen. Und wenn man den Menschen persönlich begegnet, die können noch so grimmig schauen, ein freundliches Wort, ein Lächeln und plötzlich lächelt der Mensch zurück. Ja. So ist es ja meist. Ja, und auch zu verstehen, jeder von uns ist ja, und wir auch, wir glauben ja alle, wir haben Recht. Und jeder von uns trifft ja seine Entscheidung aufgrund seiner Erfahrungen und sagt dann, ja, aufgrund meiner Erfahrung glaube ich das bla und hör, und dann hast du eben irgendwann mal deine Meinung getroffen und deine Meinung, die wirst du nur ändern, wenn du die wirklich ändern willst. Ja. Aber ich habe noch niemals eine Meinung von irgendjemandem geändert. Zu irgendeinem Thema. Weil ich diskutiere auch ehrlich gesagt nicht drüber. Also wenn ich merke, da ist jemand gegenüber von mir, der eine feste Meinung hat und sie auch nicht in Frage stellen möchte, das erkennt man ja sofort. Ja, genau. Ja, dann frage ich, wie es dem Hund geht. Ja, oder ob ich abtrocknen helfen kann oder so. Genau. Oder ich sage halt dann ich kenne mich da nicht so aus, lass uns das Thema wechseln. Irgendwie muss ja nicht sein. Und ja, also trotzdem, weißt du, jeder hat seine, ich sage immer, der Respekt für die Lebenswirklichkeit eines jeden Einzelnen, der ist so wichtig. Jeder lebt in seiner Welt, macht seine Erfahrung. Ja. Und was weiß ich denn, was diese Seele, die vielleicht ein abstruses Weltbild hat und das mit aller Vehemenz verteidigt, was für wertvolle Erfahrungen diese Seele mit diesem Weg macht, das wissen wir doch gar nicht. Ja. Und das schätze ich ja bei dir so, dass wenn du über Spiritualität sprichst, geht es auch viel um dieses Miteinander, dieses Mitgefühl, was manchmal an einer, sage ich mal, zu männlichen Sichtweise der Spiritualität vergessen wird. Da wird immer gesagt, meditiere und finde den Frieden in dir und das ist dann schon Spiritualität. Nein, dieses Miteinander ist ja genauso wichtig, oder? Also ich glaube schon, wenn Spiritualität dein Leben nicht verbessert, dann lass es. Wozu? Das ist ein Haufen Arbeit und ein Haufen, man weiß ja selber, Disziplin. Und Spiritualität ist halt nichts, was du mal so einmal im Monat nachmittags um 3 für eine halbe Stunde machen kannst. Mhm. Entweder machst du das, ist das dein Lebensinteresse? Mhm. Oder nicht, und das muss es auch nicht sein. Also es ist mein Lebensinteresse, ist es, ich weiß, es ist deins. Ja. Aber es muss ja auch nicht sein. Und wenn du sagst, oh, ich meditiere gerne ein bisschen, aber mehr will ich da eigentlich total nicht. Okay. Völlig in Ordnung. Und ich bin sehr neugierig, was man da noch erforschen kann. Und ich weiß, du machst es auch. Nur wir machen es halt unterschiedlich, Gott sei Dank, weil ich finde, das ist ja auch das Spannende. Mhm. Dass es unterschiedlich ist. Absolut. Und ich meine, bei mir entstand es, wie bei den meisten, die sich auf den spirituellen Weg begeben, erstmal aus einem tiefen Leiden heraus. Klar. Ich will leben, aber ich weiß gar nicht wie und wo kommen die ganzen Ängste her. So. Und auch heute bin ich, sage ich immer so gern dazu, manche Menschen denken schon, ich bin jetzt ein spiritueller Lehrer, bin ich echt noch nicht. Und ich habe noch so viele Themen, die immer noch in mir schwelgen. Und da merke ich, aber auch da wieder in Frieden zu kommen und zu sagen, das ist alles Teil meines Lebens, meines Wesens. Das ist der Weg. Und ich komme immer mehr in Frieden mit manchen Themen. Aber da ploppt wieder was auf, wo ich merke, okay, das braucht jetzt wieder meine ganze Aufmerksamkeit. Und da hilft mir natürlich das spirituelle Wissen, dass ich weiß, es gibt Tools, Möglichkeiten aus der Traumaforschung, in den Körper kommen, Meditation. Viele Mittel und Möglichkeiten gibt es. Das Wissen steht ja heute allen Menschen zur Verfügung, das ist ja das Tolle, aber trotzdem, den Weg kann mir auch keiner abnehmen. Nee. Und ich meine, Traumata haben alle. Ich meine, es gibt, glaube ich, kein Lebewesen, das auf die Welt kommt und die erste Zeit erlebt, die nicht aus der Kindheit irgendein Problem mitgenommen hat. Manche sind natürlich dramatischer, manche weniger dramatisch. Aber ich glaube, das ist einfach, deshalb sind wir ja hier, weil wir diese Erforschung, weil die ja so spannend ist. Absolut, ja. Was du auch mal in irgendeinem Zusammenhang gesagt hast, finde ich auch so schön. Wir sind ja sozusagen eigentlich Bewohner zweier Welten. Ne? Wir sind hier mit unserem, aber es gibt eben das Bewusstsein, das pure Sein und sich daran immer wieder zu erinnern, dieses pure Seele-Sein. Das finde ich sehr schön, dass du da auf eine sanfte Weise immer wieder dran erinnerst.
Was sind denn so aus deiner Sicht, was würdest du sagen, bedeutet in deinen Worten Spiritualität, der spirituelle Weg? Wie würdest du es beschreiben? Ich würde wahrscheinlich sagen, zu wissen, dass ich nicht Körper bin. Ich habe einen Körper, das ist mein Instrument, daran erfreue ich mich auch, da kümmere ich mich drum und das habe ich für die Zeit, wo ich da bin. Und dann verlasse ich diesen Körper wieder, entziehe ihm die Energie und begebe mich zurück zur Quelle, um dann zu entscheiden, ob ich aus dieser Quelle mich wieder in die Singularität begebe. Und dieses Wissen darum und das auch danach leben, das ist ja, glaube ich, das Wissen darum ist ja immer so die Frage, ahne ich das oder weiß ich das schon? Ja. Oder wünsche ich mir das? Oder sehne ich mich danach? Und manchmal, weißt du ja selber, ist Spiritualität auch eine Flucht. Also da muss man schon sehr aufpassen, dass man nicht denkt, okay, wenn ich jetzt meditiere, dann mache ich so einen Deal mit Gott, Göttin. Ich meditiere doch, da darf mir jetzt nichts mehr passieren. Das ist nicht Spiritualität. Das ist der Wunsch nach Vater, Mutter, nach Versorgung, nach Heiler Welt, ja. Nach Unterstützung. Und das ist was anderes. Also Spiritualität ist schon, also für mich ein sehr wachsames Schauen, wie fühle ich mich, was sage ich, was mache ich, was denke ich, was tue ich, wie bewege ich mich in der Welt. Und immer so einen Beobachter zu haben. Also ich habe hinter mir steht Sabrina und die schaut mir zu. Also Seele Sabrina schaut auf, die heißt ja nicht mehr Sabrina, Seele, schaut auf mich Mensch. Und wenn ich dann manchmal irgendwas tue, spüre ich regelrecht so, also Schatzel, wirklich, also ehrlich, das machen wir jetzt so. Und das wird natürlich mit der Zeit immer weniger. Und das meinte ich auch mit diesem Gefühl von im Körper sein, aber nicht im Körper sein. Und das hat lange gedauert. Da habe ich mindestens 25 Jahre hingearbeitet, um diese, manche bezeichnen das vielleicht als schizophren, aber um diese Dualität hinzukriegen. Ja, und bei jedem geht es ja um andere Bereiche im Leben. Bei mir merke ich, ist es immer noch manchmal ein Thema, noch mehr meinen Körper zu lieben und ganz im Körper da zu sein. Weil ich bin dann schon, geistige Gefilden und alles Mögliche, finde ich alles ganz toll. Und was mir dann wirklich immer hilft, ist halt dann doch auch die Meditation. Ja, dieses wirklich im Herzen, in der Stille, im puren Sein. Wenn ich richtig meditiere, bin ich dann plötzlich so im Körper. Und es atmet. Und dann bin ich wieder ganz da. Also es ist quasi, wenn ich das richtig verstehe, ist es für dich wichtig, aus der Unendlichkeit eher die Singularität zu erspüren? Und wertzuschätzen und zu lieben. Ja, absolut. Verstehe. Ja. Wie weit bist du denn schon? Das wüsste ich auch gern. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt hier im Winter... Nein, das weißt du schon. Ich weiß es schon. Na gut, jetzt war es Winter, ich habe zum Teil gefroren, ich habe mir so leid getan, obwohl, dann kannst du ja heiße Tasse nehmen und irgendwie kannst du schon Abhilfe schaffen, dann merkte ich, ich war wieder so mit meinem Körper identifiziert, das ist alles so schlimm. So, und dann gibt es Bereiche, wo ich so im Fluss bin, so in der Freude und in der Liebe, wo ich merke, da hat sich natürlich was getan. Und dann spüre ich, wie sich in mir alles ausweitet und ich einfach glücklich bin, zum Beispiel das tun zu dürfen, was wir jetzt hier tun. Das ist ja, ich liebe es, den ganzen Tag über Spiritualität zu sprechen. Zwischendurch läuft eine Kamera und ich verdiene auch Geld mit. Was gibt es Schöneres? Ja? Also ich habe meine Leidenschaft, meine Berufung zum Beruf gemacht, bin da unendlich dankbar. Und weiß aber auch, weißt du, ich habe eine sehr schwierige Kindheit gehabt und so. Das ploppt manchmal noch auf und es wird weniger, aber es ist alles Teil des Prozesses. So. Ich glaube auch, manche Leute, und ich glaube, das ist eine Falscheinschätzung der Spiritualität, dass sie glauben... Jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ja, ich. Jetzt, ja, jetzt kommt nicht mehr hoch. Sondern ich finde, solche Erinnerungen, die du ja hattest, die ich auch hatte in meiner Kindheit, das sind das, diese offene Wunde, die es für manche auch ihr Leben lang noch ist, wird ja irgendwann einmal eine Narbe. Ja. Und dann ist die Frage, kratze ich da jetzt noch rum die ganze Zeit? Dann fängt es wieder zu bluten an. Oder lasse ich die Narbe sein? Aber wenn sich das Wetter ändert, dann tut mir die vielleicht noch ein bisschen weh. Mhm. Also ich kriege noch ein bisschen was mit. Ja, das war mal schmerzhaft, aber das hat überhaupt nicht mehr diesen Zug, den es mal hatte. Ja. Aber das kommt wieder hoch. Und manche Leute glauben, das ist dann weg,
wie ich habe, also scheiß Kindheit, aber plötzlich wird es eine Kindheit auf dem Ponyhof. Nein, die scheiß Kindheit war schwierig und die kann man sich auch nicht irgendwie schön basteln, aber das, was wir daraus gezogen haben, die Lehren, die, also Verständnis zu haben für andere, die Neugier auch, warum reagieren Eltern so, wie sie reagieren, was ist denn mit denen passiert, hat ja unsere Neugier angeregt, die Erforschung angeregt, herauszufinden, war das jetzt ich, mochten sie nur mich nicht oder schlagen sie grundsätzlich oder was ist das Problem? Und ich glaube, das verschwindet nicht, das ist einfach nur, es wird, und ich bin wahrscheinlich, ich spreche jetzt mal für dich mit, bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch mache, aber ich glaube, wir beide können zurückschauen und erkennen das und können auch lächeln zurückschauen. Absolut, ja. Und wenn du lächeln zurückschauen kannst, dann ist es verheilt. Und dann kannst du auch sehen, ja, die haben ihr Bestes gegeben, das besser ging es nicht. Ich möchte eine andere Mutter sein und bin eine andere Mutter geworden. Ja, absolut. Aber trotzdem weiß ich, dass es da Schmerzen gab. Ja. Aber die sind keine offene Wunde mehr und sie sind auch keine Narbe, die ich dauernd aufkratzen muss. Ja, also natürlich, ich habe tiefes Mitgefühl mit meinen lieben Eltern, was sie damals als Kinder im Krieg gesehen haben, nie darüber gesprochen haben, waren froh, dass sie nie darüber sprechen mussten. Es gibt so eine Serie auf Disney Plus, heißt Deutsches Haus, wo in dieser Zeit, in den 60er Jahren, das aufgearbeitet wird. Boah, das hat mich so getriggert und ich merkte, wieder ein schöner Anlass, noch mehr in Frieden zu kommen und noch mehr Verständnis für die Eltern zu entwickeln. Und das, was du sagst, ist auch wunderbar. Das ist ja wie, es gibt diese chinesischen Vasen, die zerbrechen, werden wieder zusammengekittet und dann siehst du, die Bruchstellen, die sind wie Gold. Genau. Das ist ein wunderschöner Charakter. Ja. Und ein lieber Freund von mir, der ist spiritueller Lehrer, Andi Schwab, der hat auch mal gesagt, ja, da mag noch ein Trauma sein. Lass es einfach mal zur Seite. Es ist okay. Ja? Und es vergeht von allein. Und sich dann wieder auf die Ressourcen konzentrieren, auf das Gute, was schon da ist, auf den Frieden, auf die Liebe und zu wissen, wow, das macht die Komplexität Menschsein aus. Mhm. Ja. Und was wir auch daraus gelernt haben. Ich meine, das hat ja auch uns also ich habe dadurch Vergebung gelernt. Wenn ich eine Kindheit auf dem Ponyhof gehabt hätte, wäre wahrscheinlich nicht passiert. Ja. Ja. Also da hat schon, da ist einfach viel findet da auch statt. In dieser Entwicklung. Vielleicht noch das Thema Erleuchtung. Sind wir beide schon erleuchtet und wissen es gar nicht? Was heißt für dich Erleuchtung? Tja, Erleuchtung, ja, das ist ja auch so die Karotte, gell, die da immer. Ja, bitte, drunter machen wir es nicht. Also, ich benutze das Wort Erleuchtung gar nicht, sondern ich benutze das Wort wach. Mhm. Schön. Also, ich möchte einfach wach sein für das, was mich als Wesen ausmacht. Und also ich bin auf jeden Fall schon weiter, als ich war. Mhm. Und ich würde mich als wach bezeichnen, aber ich würde mich nicht als erleuchtet bezeichnen. Mhm, schön. Ich glaube, es gibt ja auch diese verschiedenen Stufen des immer noch wacher Werdens. Ja, bestimmt. Und ich würde auch sagen, ich bin heute in sehr viel längeren Zeitabständen schon wach, als ich nicht wach bin, während früher das nur kleine Glimpses waren. Ja. Kleine Momente in der Erleuchtung, wo ich mal einfach nur im Nicht-Sorgen-Machen-Modus mich befinden durfte, ist jetzt schon fast die ganze Zeit so. Und da bin ich unendlich dankbar. Und dann kommt zwischendurch der Sorgenmodus wieder und den umarme ich dann. Und so, man weiß es ja auch von großen spirituellen Lehrern, die sagen, hey, es ist immer alles neu. Ich bin immer ganz wach und mal sehen, was als nächstes geschieht. Ja, es ist ja auch spannend, zum Beispiel bei der Meditation für Leute, die jetzt irgendwie anfangen oder sich dann, da hat man ja auch immer so ganz bestimmte Vorstellungen, wie das jetzt zu sein hat oder zu sein muss. Also ich glaube, das Gehirn, also unser Verstand, wie ich anfing zu meditieren vor über 30 Jahren, ist mein Verstand durchgedreht. Ja. Der hat gedacht, du hast sie nicht mehr alle. Was machen wir hier? Ich hatte meine Uhr in der Hand, das waren so 20 Minuten, und ich hatte damals ein Mantra, was ich wiederholen musste, das hieß Sherem. Und das ging wirklich so wie Sherem, 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 shit, was muss ich denn noch einkaufen morgen? Sherem, Sherem, Sherem. Ach Gott, wie lange dauert denn das noch? Sherem, Sherem, sofort. Es war fürchterlich. Mein Verstand war genervt davon. Das hat ein paar Jahre gedauert, bis er sich beruhigt hat. Dann fing er an zu akzeptieren, okay, jetzt meditiert sie halt schon wieder, weil ich auch wirklich stur jeden Tag zweimal oder manchmal dreimal meditiert habe und das nicht ausgelassen habe. Wow. Und da hat mein Verstand gewusst, okay, sie ist stur,
Das ist wie Zähneputzen. Ja. Das wurde für mich wie Zähneputzen. Okay, dann, na gut. Und dann konnte ich beobachten, dass mein Verstand dann wirklich so zu dem Punkt kam, na okay, here we go again. Na, dann macht sie halt den Schwan nochmal. Und wurde dann schon ruhiger. Und jetzt ist es so, oder schon seit vielen Jahren ist es so, dass mein Verstand sagt, oh, ich brauche jetzt eine Ruhepause. Kannst du dich bitte zum Meditieren? Also ich liege beim Meditieren, ich sitze nicht beim Meditieren. Meistens zu 90% liege ich beim Meditieren. Und dann kannst du dich bitte hinlegen. Ich möchte jetzt, also der Verstand, der kapiert, er hat jetzt schon kapiert, dass es eigentlich manchmal auch gut ist. Und es ist gut für Pause ihn, zu haben. Ja, und er freut sich daran. Ja. Und das ist, glaube ich, es braucht schon in der Spiritualität einfach eine Disziplin. Das ist mir wichtig. Und in dem Moment, wo du merkst, also ich habe so stark gemerkt, wie mein Leben sich verbessert hat. Und zwar ab Sekunde 1 habe ich gemerkt, dass der richtige Weg ist. Und ich glaube, das ist, da hörst du dann auch nicht auf, weil du merkst, ich reg mich nicht mehr auf, ich bin nicht mehr nachtragend, ich gehe entspannt mit Situationen um in meinem Leben. Und ich brauche keine Pille dafür. Das schaffe ich selber, indem ich ein paar Mal tief ein- und ausatme. Und also das ist schon toll. Ja. Also ich kann es nur wirklich wärmstens empfehlen. Ja. Finde ich wunderbar, wie du es erzählt hast. Also ein gewisser Weg, sich zu entscheiden, einen gewissen Weg mal zu gehen. Erstmal rumprobieren, ausprobieren. Manche eher in der Natur, manche mit Musik. Manche gibt ja verschiedene Arten der Meditation. Okay. Du sprichst auch von 4 verschiedenen Arten der Meditation. Können wir eventuell in einem anderen Talk mal drüber sprechen. Aber so irgendeinen Weg für sich zu finden. Und wenn du es täglich mal ein bisschen praktizierst, kommst du immer schneller in diesen Frieden, in diesen Seinszustand. Und das ist einfach ein Geschenk. Bei mir war es ja wirklich so, vor meiner Krebserkrankung wusste ich gar nichts davon. In der Krebserkrankung wurde mir dieses Lichterwachensgeschenk geschenkt. Ich war im purem Sein, in purer Liebe, in purem Frieden und wusste, dieser tiefe Friede, das bist du. Dieses Wissen ist nie mehr weggegangen. Nee, ich musste mir trotzdem es mir in Anführungszeichen mir erarbeiten, obwohl ich das Wort auch nicht so mag, wieder eher meditieren oder herausfinden, wie komme ich jetzt da selber wieder hin. Und wenn ich dann manchmal wieder in diesem Frieden sein darf, weiß ich, ach, zu Hause, da bin ich wieder. Und ähnlich wie du, irgendwann spüre ich wieder, ah, jetzt ist mal wieder dran. Magst du das Wort arbeiten nicht? Es geht. Weißt du, an sich arbeiten hatte immer sowas, ich muss arbeiten. Bei mir ist auch, wenn ich eine To-Do-Liste habe und ich habe immer so arbeiten und dann hat mein inneres Kind überhaupt keine Lust. Und irgendwann kam von der geistigen Welt, nenn es doch einfach wirken. Ah, schön. Seit ich sage, ich wirke, wow, okay, ganz anders, andere Energie. Ja, so. Das machen Worte aus. Ja. Es kommt darauf an, wie, was arbeiten. Also ich arbeite gerne, deshalb ist für mich Arbeit überhaupt kein... Nein, ich meine und fließe und flowe gerne. Deswegen ist Wirken natürlich sehr viel schöner. Ja, das würde ich auch an deiner Stelle. Und wie du auch schon vorhin erwähnt hast, bei dem Ausprobieren von verschiedenen Meditationen, die ändern sich ja. Also die Meditation, die ich früher gemacht habe, also ich habe kein Mantra mehr, nachdem ich meditiere. Also das funktioniert, weiß nicht, ob es bei dir so ist, funktioniert für eine Weile und dann plötzlich merkt man, jetzt geht es nicht mehr. Und dann braucht es einfach gar nicht mehr. Eine andere Art der Meditation. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dann auch zu sagen, okay, nicht so starr. Starrheit in der Spiritualität finde ich immer ein bisschen schwierig. Nicht so starr an einem Ding zu hängen, sondern immer alles auflassen für neuen Input, neue Bewegung und immer wieder nachzuschauen, ist das noch richtig für mich? Ist der Weg noch der, den ich gehen will? Fährt mein Schiff in die richtige Richtung? Und das immer wieder justieren. Also ich justiere viel an meinem Weg. Das ist ein wunderschönes weiteres Bild, weil ich finde das genauso wichtig. Denn in der Tat sind wir ja jetzt schon vielleicht wieder ein ganz anderer Mensch, als wir vor 5 Jahren waren. Und jetzt sind neue Erfahrungen, vielleicht auch Wünsche obsolet geworden. Andere Wünsche sind plötzlich da, andere Befindlichkeiten. Und dann zu schauen, was will jetzt mein Leben? Sowohl in der Meditation, als auch im täglichen Leben, als auch im so. Und da, das ist dann auch ein Teil der Spiritualität, immer wieder auf sich schauen, wahrnehmen, was geschieht da in mir, welche neuen Themen, Ängste, Wünsche sind da und dementsprechend auch wieder den Mut zu haben, sich dem zu öffnen. Ne? Das ist doch ein schönes... Forschung. Ja, ist das, finde ich, Erforschungsabenteuer. Für mich Spiritualität, überhaupt das Leben ein Erforschen. Ja. Und das finde ich auch sau spannend in diesem Leben. Cool. Und ich würde sagen, das ist ein herrlicher Schlusswort. Also habe Mut weiter, das Leben zu erforschen, die Liebe zu erforschen. Ich danke dir sehr. Hat total Freude gemacht. Wunderbar. Alles Liebe euch.